Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Benjamin, und dieses ist hier eine weitere Part meines Resident Evil Zero HD Remake Let's Plays auf schwer mit meinem Bruder. Jetzt bin ich mal wieder dran. Ja, der letzte Part war ein bisschen lang geworden, deswegen habe ich da mal zwei draus gemacht. Jetzt bin ich mal ja hier dran und wir haben uns im letzten Part ja schon so, sag ich mal, so ein bisschen ausgerüstet. Beziehungsweise unseren Billy Boy, wie ihr ja schon sehen könnt, mit haufenweise KWMs-Männern. Und ihr werdet dann auch gleich sehen, warum. Jetzt kommt gleich wieder der Action. Da muss ich mal wieder eingreifen. Ist ja klar. So, mal eben überlegen. Genau, wir gehen wieder hier rein. Die wir ja im letzten Part aufgeschlossen haben. In dem einen Raum hatte mein Bruder ja auch den Granatwerfer gefunden. Nur für mich. Ja, nur für mich. Und wenn ihr euch erinnert, hier oben war ja so ein riesiger Raum, wo auch noch was unter einem Käfig versteckt war. Dort können wir allerdings nur dran, wenn wir hier wieder Teamwork machen. So. Und da braucht man natürlich wieder unseren starken Billy Boy. Der ist so muskulös, genau. Erstmal hier an den Winden. Genau, ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Gerät starten, ja sicher. So. Jetzt wechseln. Hä? Ja, ich wollte ja gerade drücken. You stay here. Ja. Weil ich wollte es gerade drücken, dachte einfach losgelassen. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Mensch, 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 Billy. Ah, lass dir Zeit. Ja, er muss ja so ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Genau, wechseln. Jetzt aber. Jetzt gehen wir mit der filigranen Rebecca hier runter. Gucken, was denn da überhaupt liegt. Was ist denn das? Ist das vielleicht ein Elementschlüssel? Weiß gar nicht, was denn das? Ja. Genau, ist der Feuerschlüssel, glaube ich, oder? Ja. Gut. Aber. Der dicke Zentipede hier. Der Human Zentipede hier. Der Landel. Der Krabbel. So. Genau. Deswegen habe ich das nämlich schon umgerüstet. Ich nehme jetzt mal den dicken. Mein Bruder sagt schon weh. Du haust hier die Sachen weg. Ins Gesicht. Ich glaube, jetzt ist er ösig. Jetzt klackelt er erstmal hier rum. Ja, sie stirbt nach einer Weile. In your fucking face. Aber ist ja auch toll, dass wir ihn hier mit Granaten beballern und Rebecca eigentlich die Granaten mitten in die Fresse kriegt. Aber zum Jahr, die hat die gute Schutzweste an. Von Umbrella. Ey, da! Deine Wichsgriffel hier, du. Langguste, du. Wie heißt hier Langkrabbel, ey? Könnte schon wieder eine reinholen mit dem. So, wo war das hier nix? Verdammtes Drecksteil. So, jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich bin auch gesund. Gut. Was macht er jetzt? Okay. In. Lass sie los! Ey! Da gibt er mir noch. Bin ich getroffen? Billy ist immer. Da kommt der Human Centipede hier wieder. Komm her. Ja, nicht so nah rangehen, ich weiß. Ist mal im Gucken. Ah, okay. Ja, ja. Du hättest den gemessert. Ich geb dir gleich einen. Ja, was heißt das? Geht's doch da dran. Der kommt einfach immer, der Gegner. Ja, komm. Wo ist der Scheiß denn da? Damit ich das verballern kann. Das ist eine neue Marotte jetzt hier. Sag mal, was macht der denn hier für ein Muster, der blöde Drecksvieh hier? Kannst du jetzt mal sterben, du Arschloch? So, geschafft. Rebecca!
Are you all right? Yes, thank you. Er ist auf dem Grill damit hier. Ja, das verdammte Kackviech hier, ey. Okay, beide noch gesund. Das verwundert mich gerade ein bisschen. So, wir gucken uns mal eben den Schlüssel an. Was ist das denn? Untersuchen. Oh, Feuer. Ein Feuersymbol ist darin eingraviert. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück mit beiden. Komm bitte mit. Ja. Und genau, man sollte das mal ausrüsten. Jetzt laufen wir erstmal. Ach komm. Ach. This way. Ach so, ja, okay, da habe ich gerade. Genau, komm mal mit. So, wo war noch mal die Feuertüren? Ich glaube, die Küchentür war das und ich glaube, in dem Gang, wo wir den Aufzug benutzt haben. Ja. Genau. Da haben wir sitzen. Ja, genau. Genau, genau, genau. So, jetzt gucken wir erstmal. Hier ist ja unser Mülllager, sag ich mal. Genau, die Schrotflinte können wir mal hier nachpöllern. Komm. So, zack. Einmal Kombinierski. Das Ding können wir erstmal wegholzen, genau. Hatten wir eigentlich noch Munition? Nicht mehr, wo? Genau, das Messer. Ich denke, ich gehe mal eben mit Billy. Der sollte aber den Schlüssel mitnehmen. So, nochmal. So, wir brauchen nämlich, glaube ich, zwei Plätze. Genau, so gehe ich jetzt mal eben los. Wie gesagt, hier unten war ja die Feuertür. Ich weiß nicht mehr, ob hier Zombies waren. Genau, mein Bruder hat zwar alle getötet, aber die kommen ja auch nach ein paar Ereignissen immer mal wieder. Ja, da steht nämlich schon wieder einer. Das interessiert mich nicht. Sie haben den Feuerschlüssel verwendet. Genau, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Denn... Genau, schwuppdiwupp. Jetzt sind wir hier... Oh, ist das schön. Was ist denn hier? Frische Luft. Ein Kühlschrank. Die Tür ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Okay. Diese Utensilien sind abgenutzt. Diese Spüle sieht versifft aus. Nix wie bei mir, ich geb dir gleich. Eine große Auswahl an Gewürzen. Einige sind heutzutage eine Seltenheit. Sag mal, wie alt ist das denn hier? So, da haben wir auf jeden Fall erstmal Brennflüssigkeit. Die ist wichtig. Und ich habe extra noch einen Slot freigelassen für die Pullen hier unten. Da können wir schon mal wieder Mollys herstellen. Sonst noch irgendwas? Ja, jetzt können wir eigentlich gehen. Aber wir haben ja gerade hier die Brennflüssigkeit. Wir gucken mal eben. Ein Behälter mit Brennflüssigkeit. Ja, da steht ja schon Leiterflut, das ist also für ja, Benzinfeuerzeuge. Und genau, das können wir mal kombinieren. Er hat ja als persönlichen Gegenstand ein Feuerzeug. Das muss man allerdings erstmal voll machen. Jetzt können wir auch das eine Rätsel mit der Tür lösen. Da musste man ja auch Feuer machen. Wahrscheinlich, weil das aufgebraucht hat mit dem... Da war Bruder wieder hier. Oder kaufst du dir ein Zippo, machst es leer und schmeißt es dann weg? Was ist das denn für eine Logik? Da kaufst du dir ja Brennfeuer für die Flüssigkeit da. Nee, 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 mein Bruder wieder hier. Ich glaube, da brauchen wir einen auf dem Deckel. So, genau, wir nehmen jetzt mal das hier noch. Genau. Ich glaube, hier waren 6, wo? Also, dass man 6 Einheiten, sage ich mal. So, kombinieren. Genau, da kombinieren wir auch direkt die Mollys, wenn ich sie jetzt hier in unserem Gerümpel finde. Ich glaube hier. Genau, Mollys. Jetzt haben wir sie schon mal zusammen. Wo müssen wir jetzt hin? Was war in diesem Raum überhaupt? Ich muss mal überlegen. Genau, hier rein. Die Tür da oben links war das, wa? Nur was war denn da drin? Was war da drin? Das brauchen wir. Das kann ich mal weglegen. Das kann ich weglegen. Den Schlüssel verballern wir sowieso. Munition, weiß ich nicht. Ich nehme mal lieber mein Messer noch mit. Wo liegt das denn? Hat sie das Messer? Ja, das wusste ich natürlich. Scheiße. So, ich glaube, das sollte reichen.
Gehen wir auch mal mit Billy wieder. Die Feuertür. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da war. Genau mit dem Raum mit dem Feuer. Das ist jetzt alles so ein bisschen verschwommen. Was war denn da? In dem Feuerzeugraum. Zombies, aha. Gucken wir mal. Das Buch. Wo war denn der Raum nochmal? War der hier? Und wo war der mit der Tür nochmal? Auch da. Achso, das ist alles hier drin. Ja gut. Das ist ja schön. Scheiße! Ich dachte, es würde gehen. Arschloch. Dumme Sau. Dumme. Ah! Sag mal, was ist das für eine Stinkefut, ey? Toll, Bill. Ja, da war gerade eine Aufstehanimation da. Dachte, da würde ich den auch so treffen. Jetzt verreck, du Arschloch, ey. Verdammte Drecksbacke da. Jetzt erstmal den Schlüssel. Feuerschlüssel, genau. Brauchen sie nicht mehr. Wegwerfen. Ja, komm. Wir gehen aber, glaube ich, erstmal hier rein. So, mein Bruder sagt, aufpassen. Ich denke mal, dann nehme ich den dicken KWMs-Mann. Tötet ihr aber nicht damit. Nee. Ich mach das schon. Mein Bruder gibt mir hier richtige Anweisungen schon. Genau, hier haben wir ja das Bild gesehen. Müssen wir Feuer machen. Das können wir ja jetzt mit unserem aufgefüllten Feuerzeug. Genau. Ist das herrlich. Was für ein toller Mechanismus. So. Richtig romantisch. Ja, Billy, willst du dich nicht bewegen? Ah, doch jetzt. Man muss natürlich erst hören, wie das aufgeht. Genau, das nehme ich jetzt erstmal. Und ich hoffe, ich kann jetzt eine Schlawinrigkeit machen. Und Munition sparen. Komm, boah, da du Blödmann! Okay, das war jetzt gut. Denn hier gibt es eine richtig geile Sache. Die kommen hier nämlich nicht hoch, weil sie dumm sind wie ein Stück Brot. Jetzt kann man die nämlich hier... Aus dem Weg! Aus dem Weg! Jetzt kann man die nämlich richtig geil kaputtmessern von hier. Richtig geil im Hard Mode, wenn man sparen will. Ja, dreh dich mal, du Affe. Richtig geil. Da bin ich ja nochmal gut durchgekommen. Das hätte ich mir jetzt auch nicht zugetraut. Das ist... Komm weg. Die quietschen aber auch lustig. So kann man schon Munition sparen. So, weg. Ja, das sind Zwillinge. Die sind beide gleich. Sag mal. Könnt ihr auch mal sehen, wie viele Treffer die kassieren hier. So, was das jetzt? Okay, gucken wir uns um. Ein Stillleben eines Obstkorbs. Toll. Einige Früchte sind verfault. Der Aktenschrank ist völlig durcheinander. Aber es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Ja, blub. Genau, hier können wir ein bisschen verschieben, wenn man ein bisschen aufpasst. Genau, was finden wir hier denn? Hier finden wir das Buch Good. Buch des Guten. Das untersuchen wir auch direkt mal. Das Buch des Guten. Genau. Und auf dem eleganten eingebundenen Buch steht Gut. Ganz schön schwer für ein Buch, dieser Dicke. Der mach es doch mal bitte auf. So, hier haben wir nämlich ein weiteres Teil unserer Statue des Guten. Genau, das können wir, Engelsflügel, können wir dann später auch noch kombinieren, beziehungsweise gleich, damit ich mal mein Inventar ein bisschen leer habe. Das war jetzt gut. Das ist ja auch, wir haben auch das Buch des Guten, das passt ja hier, das war auch gut. Mein Bruder macht gerade Facepalm hier, genau. Guck mal, jetzt haben wir wieder Granaten, die können wir ja auch gleich schon mal reinladen. Dann ist auf jeden Fall schon mal Stauraum wieder weg für die Haupthalle. Weil man kann nicht unendlich viele Sachen dahin schmeißen. Das geht leider nicht. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Achso, wo will... Ich bin auch blöd. Ja, große Tür. Ich dachte, jetzt sei gerade aus dem Schrank, ey.
Genau, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was in dem einen Raum da oben war. Aber ist jetzt erstmal, ja, bei der Feuertür, da weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, was da drin war. Aber ich will erst mal ein bisschen hier, ja, was ablegen.